Es war einmal eine Zeit, da waren die meisten Menschen freundlich zueinander und mit dem wenigen zufrieden, das sie hatten. Ach nee, das war jetzt der falsche Text. Ich wollte Ihnen keine Märchen erzählen, denn dafür ist ja bekanntlich die Sonnewitzer Theatergruppe immer dieselben zuständig. Dort, am Fuße des wildromantischen Boselfelsens, ist jüngst sogar der halbe Ort zur Märchenstraße von Sonnewitz verzaubert worden. Und die Menschen waren in Strömen herbeigeeilt, um Märchenhaftes zu erleben, fernab jeglicher Realität. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt die Sehnsucht nach Zufriedenheit offensichtlich auch noch heute. Ein Märchen ist eine traditionelle Erzählung, die oft fantastische Elemente enthält und moralische Botschaften vermittelt. Märchen sind oft in einer märchenhaften Welt angesiedelt und beinhalten typischerweise Charaktere wie Prinzessinnen und Prinzen, Hexen und sprechende Tiere. Sie dienen oft dazu, Werte, Normen und Weisheiten weiterzugeben. Und was wollen nun die Sonnewitzer mit ihrer Märchenstraße weitergeben? Märchenstraße ist eigentlich die ganzen alten deutschen Märchen, die es gibt, von den Gebrüdern Grimm oder Andersen. Die haben wir uns auf die Fahne geschrieben, den Kindern nahezubringen. Und es ist auch ganz wichtig, weil die immer mehr in Vergessenheit geraten. Ob das Hänsel und Gretel ist oder Schneewittchen. Diese Märchen, mit denen wir groß geworden sind. Und richtig groß geworden war am 2. April Sonnabend bei bestem Frühlingswetter nun der Coswiger Ortsteil Sonnewitz. Die zweite Märchenstraße sorgte für einen hohen Besucherandrang. Von rund 1500 Menschen ist die Rede. Märchenhaft. Das Sonnewitzer Motto lautete ganz schlicht: gemeinsam machen. Also es sind 31 Höfe. Davon sind 26, die bespaßt werden und die restlichen sind nur Ausstellungshöfe, also Dekorationen, wo die Märchenfiguren dastehen, in Schaufensterpuppen, sowas. Aber es sind ganz viele, die sich diesmal gemeldet haben. Also es ist Wahnsinn. Mitglieder vom Kultur- und Heimatverein Sonnewitz e.V. sowie die Bewohner organisierten unter Federführung von Sabine Kralacek, Chefin der bekannten Theatergruppe Immer dieselben, gemeinsam diese zweite Märchenstraße. Warum eigentlich? Angefangen haben wir wirklich in Corona-Zeiten. Es war eine ganz komische Stimmung in Sonnewitz. Aber das kennt ja jeder. In jedem Ort war das so, fass mich nie an, berühre mich nie und kein Kontakt. Und wenn werden wir denn mal wieder feiern können? Und das ist verboten. Und heimliches Treffen war natürlich angesagt. Das hat ja auch jeder mitgemacht. Und ich habe eigentlich gedacht, man müsste die Sonnewitzer mal aufwecken, so aus dem Dornröschenschlaf wecken. Ne? Und da kam die Idee mit dieser Märchenstraße und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, die ganze Sache. Und dass das so ausartet, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ausgeartete Märchenareal erstreckte sich dabei von der Zaschendorfer Straße über den Schulweg, die alte Straße am Wasserwerk und die Elbgaustraße. Rund 30 Sonnewitzer Familien hatten ihre Höfe und Grundstücke geöffnet. Dort präsentierten sie die verschiedensten Märchenfiguren und überraschten die kleinen wie großen Besucher mit lustigen, teils verrückten Spielen und Bastelmöglichkeiten. Und so wie sich die Besucher viele dieser Möglichkeiten aussuchen konnten, hatten auch im Vorfeld der Märchenstraße die Darsteller ihre Wünsche äußern können. Die haben zum Teil haben sie gesagt, ich würde gerne das und das Märchen, der Froschkönig, das ist zwei Familien, die das gerne machen wollten. Und die Hänsel und Gretel Waffelbäckerei auf dem Schulweg, die wollten das auch gerne sein. Also man hat das schon so. Und Familie Damme. Zwei haben sich beworben, Asterix und Obelix zu sein. Das war der Häferschmiede. Und Gärtnerei Damme, wobei Gärtnerei Damme das bessere Konzept hatte mit den Hinkelsteinen. Das ist ja ganz toll gemacht mit den, warst du dort schon, dieser Zaubertrank und diesen Mutsbraten, das passte alles wunderbar zusammen. Und da habe ich gesagt, den Zuschlag kriegt jetzt die Familie Damme. Wir nähen jetzt auf Teufel komm raus die Kostüme Asterix, Obelix, Miraculix, Troubadix, also alle, die man denkt, haben wir alles genäht in ganz kürzester Zeit. Veranstaltungen unter freiem Himmel sind in manchem Ort mit einem Eintrittsgeld verbunden, anderen Orts wiederum ohne.
In Sonnewitz hat man sich für die Variante mit Eintrittsgeld entschieden, jedoch in einer Höhe, die noch lange nicht märchenhaft hoch ist. Der Heimatverein ist schlecht dran, wie jeder Heimatverein wahrscheinlich. Und es gibt viel zu reparieren in unserem Haus, was das Gemeindehaus ist. Es sind viele Sachen anzuschaffen, vielleicht auch mal ein bisschen neue Technik für die Theaterbühne oder sowas. Und ich denke mal, das ist gerechtfertigt. Es ist ja ein kleiner Preis, Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro, das kann man eigentlich realisieren. Während jeder größeren Veranstaltung denkt man natürlich an das leibliche Wohl der vielen Menschen. Kulinarisch waren die Besucher auch im Märchenland zu Sonnewitz bestens versorgt worden. So gab es in jedem Hof leckere Speisen und verschiedene Getränke, die oft liebevoll hausgemacht wurden. Sobald die Jahreszahl 2026 im Kalender steht, und das wird sicher wieder märchenhaft schnell gehen, soll die dritte Märchenstraße stattfinden, so denn wieder viele, viele Sonnewitzer mitmachen möchten.